So, damit kommen wir zur letzten Prestigeaufgabe von dieser Woche und zwar sorge dafür, dass ein Gegner eine beliebige Menge Fallschaden erleidet. Also ich behaupte, das ist mit Abstand die, sagen wir mal, nicht unbedingt schwierigste Aufgabe, aber ich behaupte, schwierigste Aufgabe zum Lösen. Weil das Problem ganz einfach ist. In Gruppenkeile macht die Aufgabe, ja, sie kann funktionieren, aber ich denke eher nicht, weil die meisten ihren Gleiter richtig schnell benutzen. Man kann es eigentlich entweder im Teammodus eventuell, weil da viel gebaut wird. Aber wir werden das Ganze einfach mal in der Arena probieren. Aber ganz ehrlich, das ist halt pures Glück. Du musst halt einen runterbauen oder runterschießen, in Anführungszeichen, also runter bombardieren, so dass er von seinem eigenen gebauten oder unserem gebauten runterfällt und Schaden erleidet. Also es muss kein Kill sein, nur Schaden. Das ist definitiv nicht einfach. Klar, es wird immer wieder mal passieren, aber ich habe es auch schon selbst in Gruppenkeile mitgekriegt. Da war der Gegner, der hat von uns einen getötet, den hat er runtergeschossen, ist runtergefallen, tot. Also der hat die Aufgabe geschafft, wir bisher noch nicht. Das Problem ist aber auch, man muss dann anders spielen, weil man geht ja eigentlich auf den Gegner und nicht auf das Gebaute. Und genau das ist halt einfach das Problem an der ganzen Geschichte. Aber wir werden es einfach mal probieren. Ich wollte es halt nur mal kurz gezeigt haben, beziehungsweise erklärt haben. Also im Prinzip, warte, wo haben wir denn hier mal irgendwas? Zum Beispiel, ich baue ihm jetzt hier alle Stützen ab, oder er ist zum Beispiel auf dem Baum. Und wir bauen den Baum ab und er fällt runter, kriegt Schaden. Genau das ist damit gemeint. Also wir müssen quasi dafür sorgen, dass irgendwas kaputt geht und der andere dann quasi wegen uns Schaden erleidet. Das ist halt die ganze Geschichte da dran. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade landen soll. Ach, fliegen wir mal zu Snobby rüber. Und halt, das ist halt das Schwierige an der Geschichte, weil man kann es eigentlich nicht wirklich planen und es gibt auch keinen Modus, wo ich jetzt sagen würde, ja, der klappt definitiv. Funktionieren tut es in jedem Modus. Nur es hat halt viel mit Glück zu tun. Du musst einen finden, der auf seinem Gebauten quasi steht und das kannst du kaputt schießen und er fällt runter. Aber wie oft findet man sowas, ohne dass der andere einen sieht, etc. Oder nicht schon runterspringt und sich runterbaut? Ich meine, heutzutage kann ja jeder Vollidiot bauen, außer ich. So, dann nochmal danke an die ganzen Abonnenten und Kommentare und Likes. Wie gesagt, das Einzige, was halt ein bisschen, aber ich sehe es ja bei allen YouTubern, wir haben fast alle, 90% sind keine Abonnenten. Also, wenn ich dir schon öfters helfen konnte, lass doch bitte ein Abo da. Drück einfach auf Abonnieren und schon sind wir beide glücklich. Du hast deine Aufgabe geschafft, eventuell, oder weißt zumindest, wie du sie machen sollst. Und ich komme einen Schritt weiter. So, und wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Passive-Code funktioniert, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich einmal erkläre, wer ich bin und wie das Ganze mit dem Code dann funktioniert. So, jetzt fangen wir halt ganz simpel an. Wir looten und hoffen halt, dass wir einen Gegner finden, der sich irgendwie leicht hochbaut und den dann runterschießen. Aber wenn ihr natürlich eine Idee habt, wie man es am besten machen kann, gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, ich werde die Aufgabe nicht so schnell hinkriegen. Weil ich halt echt die Angewohnheit habe, wenn auf den Gegner zu schießen und nicht den irgendwie runterzubauen oder so. Ich wollte es euch halt einfach nur mal erklärt haben, aber ich denke mal, die meisten werden es dann doch wieder irgendwie hinkriegen. Aber bei mir selbst sehe ich da echt ein Problem. Weil es halt echt, in meinen Augen hat es halt auch mit Glück zu tun. Ich meine, klar, bei Gruppenkeile habe ich auch oft genug, dann stirbt der andere, weil er dann doch irgendwo runtergeflogen ist. Aber komischerweise dann nicht, weil ich ihn runtergebaut habe, sondern, keine Ahnung, weil er runtergefallen ist, aber ich halt Schaden gemacht habe an ihm. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das dann auch dazu zählt, aber die klassische Variante ist einfach, er baut sich drei Felder hoch und wir bauen unten ab, er fällt runter, kriegt Schaden, Aufgabe geschafft. Das wäre halt so die perfekte Lösung.
Das Problem im Gruppenkeil ist halt, wie gesagt, du hast halt diesen Gleitschirm und man zieht den halt aus Reflex. Man kann es natürlich trotzdem probieren. Ich selbst habe es jetzt nicht probiert, in dem Sinne wirklich da drauf zu spielen, gucken, wo sich einer eine Rampe gebaut hat und den dann versucht runter zu pickaxen, also dem die Rampe quasi unter sich kaputt zu machen. Ist halt die Frage, ob das die schnellste Variante ist, da rum zu geiern oder eben nicht so. Aber wir werden halt hier die Runde zu Ende spielen, bis ich tot bin. Wir werden es irgendwie versuchen, aber ich denke nicht, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, da hinten haben wir noch links. Ach, hier war noch eine Kiste drin. So, dann müssen wir nämlich auch schon langsam los, weil Zone hier außen sehr schnell. Ohne zu wissen, wo sie jetzt hingeht, aber hier da außen ist die Zone immer verdammt schnell. So, zack, nein. Zack. Na, Zone geht eigentlich noch. Aber 2 Minuten sind schnell rum, von daher Attacke. Ja, da sind wir beim Punkt. Ich habe nämlich gerade noch gedacht, ich wäre ein Gruppengeil und könnte einfach rübergleiten. Ich sage, die Heavy Sniper bietet sich dafür natürlich auch an, wenn ihr einen seht, der sich hochgebaut hat, aber nur eine Rampe hat, dem die von weitem wegzuschießen. Weil ich glaube, so schnell geht es nichts mit bauen. Deshalb habe ich nämlich jetzt auch die Diesel mitgeholt. Vielleicht habe ich ja Glück und sehe einen, der sich hochbaut und bauen dann gerade wieder runter. Ich weiß gerade nur nicht mehr, ob die immer noch One-Shot sind von der Diesel oder nicht. Von daher, aber die Heavy Sniper ja auf jeden Fall. So. Ach, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Feuerwerk? Aber ihr seht ja, kaum ist die Woche rum und schon ist hier nichts mehr los. Deshalb macht eure Aufgaben am besten immer einen Tick später und nicht direkt am ersten Tag, weil ihr kommt nur in Stress dadurch. Ihr seht ja bei mir, wie lange es teilweise dauert. So, gleich sind wir schon wieder in den Top 25. Noch nicht einen Gegner gesehen, aber auch da zumindest noch schon mal was gebaut ist. Und zum Abbauen ist natürlich hier die Waffe jetzt auch nicht gerade die beste. Aber ich schätze mal, der hat sich einfach nur einen Tilted reingebaut. Hin. Wo hat er sich hin verpieselt? Ich sehe aber auch nirgendwo Bewegung. Null. Natürlich treffe ich nicht. Er versucht irgendwie am Zonenrand, ich schätze mal, der versucht die Sturm Schaden Aufgabe zu machen. Wo rennt der hin? Ach, der will schon das Rift benutzen, oder? Ach, da ist er. Das
kann doch nichts. Es kann ja nicht sein, dass da nichts connected. Auch der Diegelschuss, der hätte da eigentlich drauf sein müssen. Aber wie gesagt, hätte mir jetzt hier unten, der hat's ja probiert, die Rampe kaputt geschossen und wäre runtergefallen, hätte er die Aufgabe halt geschafft und genau so ein Gegner müsste er in Anführungszeichen finden. Aber er hat halt flach gebaut, von daher gut, aber auf Battle Pass Level 100, gut, kann zwar gekauft sein, aber genauso müsst ihr es halt machen, ist halt wirklich nicht einfach, aber ihr werdet das schon hinkriegen, genauso wie ich hoffentlich auch. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.